Willkommen Leute, euer Gonzo hier und heute rede ich über Disgaea. Wie komme ich dazu, über Disgaea zu reden? Erstens, ich habe die Disgaea-Reihe damals auf der Vita kennengelernt und zwar mit Disgaea 3, Absence of Justice. Und das Spiel hat mir richtig gut gefallen. Und zum anderen spiele ich gerade mein Pile of Shame etwas weg. Und ich wollte auch noch einen Livestream dazu machen. Und gerade auch zu Disgaea 1 wollte ich den Livestream machen, weil ich habe das Spiel zwar auf der Switch, habe es aber bis jetzt nicht angefangen. Beziehungsweise ich habe einmal das Tutorial gespielt und bin dabei einfach im Sitzen eingeschlafen. Weil das mal wieder... Ich bin halt tagsüber manchmal einfach so erschöpft, dass ich einfach auch mittags kurz einnicke. Und wenn ich dann versuche, ein Spiel zu starten, was mir dann ein Tutorial bietet, wo ich nicht speichern kann und nicht raus kann, bin ich dann in dieser Zwangssituation, dass ich gerade müde werde und einfach einschlafe, mache das Spiel aus. Und dann war es das. Dann fange ich es auch nicht nochmal an, weil ich bei einem Tutorial komme, wo ich nicht dran vorbeikomme. Das ist schon nervig. Besonders wenn es zu einer Zeit ist, wo ich einfach was müder bin. Das hat schon viele Spiele getroffen und es liegt nicht an den Spielen. Ich werde einfach spontan müde. Einfach so. So. Wer weiß, woran das liegt, ist jetzt aber nicht wichtig. Disgaea 1 wollte ich dann in einem Livestream spielen. Und dann habe ich aber ein bisschen Tipps und Tricks rausgesucht im Internet und habe ein paar Tipps und Tricks gefunden, auch zu Disgaea 5. Was ich vor einer Weile einfach abgebrochen habe. Ich habe das gespielt, bin wahrscheinlich kurz vorm Ende und es hat mich einfach nicht gepackt. Und wir reden jetzt gleich mal darüber, warum mich das nicht so gepackt hat, wie die früheren Disgaea-Spiele, warum die anderen besser sind in meiner Wahrnehmung, was mir daran so gefällt und was generell Disgaea ausmacht und vielleicht auch, was ihr bei Disgaea 1 erwarten könnt. Denn die Disgaea-Reihe, die ist schon alt, hat auf der PlayStation 2 angefangen. Und Disgaea 1 dreht sich um den Overlord Lahal und seine untergebenen Edna, die aussieht wie eine Dämonendomina, die Prinnies foltert. Prinnies, das sind diese kleinen blauen Pinguine. Ich habe so einen Prinny auf der Brust tätowiert. Ich finde die total geil und lustig. Das hat auch eine Hintergrundgeschichte, was die Prinnies in dieser Welt sind. Und eine Engelsdame namens Flon gehört noch dazu, zum Hauptcast von Disgaea 1. Zur generellen Story, also die Disgaea-Spiele gehören eigentlich nicht zusammen. Es ist jedes Mal eine vollkommen andere Geschichte mit anderem Cast. Und es wird so erklärt, dass das zwar in der Hölle spielt, in der Netherworld, aber es ist ein Multiverse. Also es gibt viele Netherworlds, es gibt viele Höllendimensionen. Und deswegen können auch schon mal andere Charaktere in anderen Netherworlds auftreten in den späteren Spielen. Es gibt sehr viele Cameos. Ihr könnt einfach auch sehr viele Charaktere aus älteren Disgaea-Spielen als DLC dazu kaufen. Und Mann, habe ich oft DLC für Disgaea-Spiele gekauft. Wahrscheinlich rechnet es sich nur deswegen. Diese Spiele sind nämlich absolut nicht massentauglich. Das sind absolute Nischenspiele. Das sind Japano-RPGs mit Anime. Figuren, Anime im Anime-Manga-Look. Ich werde natürlich jetzt Videoaufnahmen reingeschnitten haben. Ich weiß noch gar nicht, wovon alles. Aber ihr werdet sie sehen. Und das ist so dermaßen Nische, dass die noch nicht mal deutschen Text haben. Also das ist das größte Manko, was ich denen ankreiden würde, warum es einfach im Westen eigentlich kaum bekannt ist. Das Spiel ist komplett in Englisch. Ihr könnt auch die Sprachausgabe auf Japanisch stellen, natürlich. Ja, selbstverständlich könnt ihr ein Japano-RPG mit Anime-Figuren auf Japanisch stellen, weil es gibt Leute, die stehen da total drauf, absolut nichts davon zu verstehen, wenn sie spielen. Einfach, weil es von der Stimmung wahrscheinlich passt. Viele Leute schauen sich ja auch Animes im Original-Japanischen an und gewöhnen sich dran, dass das so zur Stimmung dazugehört, die Sprachausgabe. Weil die auch anders acten. Also ich glaube, das hat auch wirklich Hand und Fuß. Ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Es hat Hand und Fuß, dass man diese Sprachausgabe wählt, weil die halt auch die Animes acten. Das ist halt das Land der Animes und da gehört auch die Sprache dazu. Also soweit dazu. Aber ich spiele das Spiel natürlich auf Englisch, weil ich Englisch inzwischen sehr gut verstehe und ich lese das auch und ich habe bis eben gar nicht mehr gewusst, dass die Sprachausgabe, also dass der Text auf Englisch ist, weil ich inzwischen dran gewöhnt bin. Ich bin ja schon älter. So, ich habe schon sehr viele Serien komplett auf Englisch geguckt, ich habe Spiele komplett auf Englisch gespielt und in meiner Erinnerung weiß ich dann nicht mehr, war das jetzt Englisch oder nicht, weil ich habe eh alles verstanden. Das ist für mich ein und dasselbe. So, aber für viele Leute ist das eine große Hürde, wenn das Spiel komplett auf Englisch ist, weil manche Sachen versteht man dann doch nicht. Dann geht einem der komplette Kontext der Story flöten, wenn man nicht versteht, was haben die denn jetzt gesagt, worum geht's hier eigentlich? Kann natürlich sehr störend sein. So, ist ein Störfaktor. Aber das war es nicht, was mich an Disgaea 5 gestört hat. So, also Disgaea 1 hat diese Dreier-Truppe. Und dann kamen später andere Disgaeas mit anderen Helden. Disgaea 2 kenne ich komplett gar nicht. Und mit Disgaea 3 bin ich dann eingestiegen. Das gab es auf der Vita. Ich habe es gedownloadet. Und ich habe es eben nochmal gestartet, das alte Vita-Spiel.
Und tatsächlich habe ich da eine Menge an Währung, die heißt Hell. Also wie Hölle, Hell, sprechen die es aus, wird aber HL nur geschrieben, Hell. Und der Wert, den ich habe, ist so hoch, dass ich den nicht mal lesen kann. Der geht weit über die 100 Millionen und ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Alle Charaktere haben 10.000, also Level 10.000, also 9.999. Wie ich das gemacht habe, weiß ich sogar noch. Und ich weiß noch, wie sehr mich das begeistert hat. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich damals in diese Serie reingekommen bin. Und übrigens, dass es mich auch stört, dass die immer einsteigerfreundlicher werden. Das nimmt nämlich sehr viel von dieser Faszination weg. Also, ich habe dieses Spiel gespielt und es startet mit einem Dämon, der in die Dämonschule geht und einem jungen Mann, der in die Dämonschule kommt. Ein Mensch, der kommt in die Dämonschule und dem muss natürlich alles erklärt werden. Das ist immer sehr spannend, weil ihr als Spieler wisst nichts über die Welt. Und dann kommt ein Charakter in diese Welt, der auch nichts davon weiß und ihm muss auch sehr viel erklärt werden. Und er freundet sich mit Mao an, also dem Dämonjungen, dem Weißhaarigen mit Brille, der Sohn des Overlords dieser Netherworld ist. Und er möchte zum stärksten Dämon der Netherworld werden, um seinen Vater zu töten. Denn sein Vater ist einfach auf seine Konsole getreten. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine PlayStation 3 war, kann sein. Also sein Vater ist auf seine Konsole getreten, hat die kaputt gemacht und er will Rache und will seinen Vater dafür umbringen. Und die ganze Story handelt darum, dass er stärker werden will. Und dass Almas ein totaler Helden-Fanboy ist und sowas. Und das stinkt ihm natürlich. Also Mao hat mit Helden überhaupt nichts am Hut. Aber Almas, der junge Mann, der ist totaler Helden-Fan. Und dann kommen noch mehr Charaktere dazu, die beiden auch kennen oder kennenlernen. Und ich habe, es gibt auch dann Romantic Interests, die sich dann entwickeln. Und es gibt auch noch einen Twist. Es geht nicht wirklich darum, den Vater zu töten. Darum geht es gar nicht. Es wird auch noch sentimental und sowas. Also eine richtig gute Story, die sich dann da entspinnt. Ich habe mich aber immer gefragt, wie zum Teufel soll ich denn auf Level 10.000 kommen? Weil was? Wie lange muss ich denn hier grinden? Denn die Kämpfe sind so im taktischen JRPG-Style, wo ihr bis zu 10 Charaktere rausholen könnt auf so einem Grid, auf so einem Schachfeld. Und dann könnt ihr Attacken ausführen, auch Kombinationen damit starten. Und ich habe mich immer gefragt, wie lange muss ich da leveln? Manchmal muss man ja auch leveln und einfach dasselbe Level nochmal machen. Und dann gibt es aber auch jede Menge andere Dungeon-Optionen, die ich lange ignoriert habe, wie zum Beispiel die Item World. Die ist verdammt tricky, denn die Item World, da macht ihr 10 Level am Stück. Um zu erklären, was die Item World ist. Ihr habt natürlich jede Menge Items, ihr habt Waffen und sowas. Und natürlich bekommt ihr jede Menge Waffen, sodass ihr andere Waffen wieder wegwerfen könnt. Aber viele Waffen haben auch spezielle Skills ausgerüstet. Diese Skills sind aber auch Personen gleichzeitig. Und da fragt euch, hä? Wie können Personen in einer Waffe sein? Ganz einfach, ihr öffnet die Waffendimension und geht in die Waffe rein und die Waffe besteht dann aus 50 Dungeons oder 55 Leveln halt oder 100 Level gibt's auch und ihr müsst immer 10 am Stück machen und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt eine Konsole, jetzt auf der Vita ist das perfekt, ne? Ihr spielt ein paar Level, habt keine Zeit mehr oder sowas, das dauert ja auch, ne? So 5, 6, 7 Level und denkt euch, jetzt muss ich gerade was machen. Konsole auf Pause, kein Problem. Ihr spielt auf einer großen Heimkonsole und dann spielt ihr so ein paar Level und denkt euch, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss jetzt abbrechen, ihr könnt nicht speichern. Wenn ihr ausmacht, alles weg, der ganze Fortschritt weg. Also das ist schon ein Hindernis, das ist schon ziemlich oldschool, dass ihr dann wirklich so 10 Level am Stück machen müsst in der Item World. Und was soll das mit der Item World? Wenn ihr die Level macht, dann werden die Waffen nochmal ein bisschen stärker. Das heißt, ihr könnt die Waffen, die ihr behalten wollt, auch noch verstärken und vor allem erst die späteren Waffen. Und die so einen goldenen Schimmer haben, also wo der Name golden flackert, die haben auch wirklich 100 Level. Und es sind auch noch Geheimnisse versteckt, denn in diesen Welten findet ihr dann die ultimativen Waffen. Ihr habt dann die zweitstärkste Waffe des Spiels und ihr müsst dann 99 Level euch nach oben kämpfen. Und dann hat der Endgegner in dem letzten Dungeon, nachdem ihr jetzt auch schon 9 Level gemacht habt, so seid ihr im 10. Level und dann steht dann Endgegner. Und der hat die ultimative Waffe bei sich. Und jetzt braucht ihr entweder einen Dieb-Charakter. Also ihr könnt nämlich auch so Standard-Gegner, Standard-Monster erstellen und Standard-Jobs erstellen. Entweder braucht ihr einen Dieb, der dem jetzt die Waffe klaut. Oder ihr braucht ein bestimmtes Item, was euch erlaubt, dem einfach einen Gegenstand zu klauen. Und dann müsst ihr das Schwert klauen, das ultimative Schwert. Ihr dürft ihn nicht einfach töten. Und dann könnt ihr ihn besiegen und dann könnt ihr in die nächste Welt und könnt es abschließen. Und dann ist die Waffe fertig auf Level 100.
Und dann habt ihr dann die zweitstärkste Waffe des Spiels, die auf Level 100 ist, habt dann jetzt aber die ultimative Waffe dieser Kategorie. Ihr habt nämlich auch verschiedene Kategorien an Waffen. Ihr habt Schwerter und Bögen und sowas. Verschiedene Sachen und Zauberstäbe. Jetzt habt ihr die ultimative. Jetzt wollt ihr natürlich auch da wieder reingehen und 100 Dungeons lang grinden, um das auf Level 100 zu bekommen. Und ich glaube, dann am Ende hat wieder ein Boss genau diese Waffe. Es gibt aber auch noch andere Bosse in diesen Waffen. Und die haben exakt das, was ihr habt. Also Spiegelungen von eurer Ausrüstung. Und wenn ihr die ultimative Waffe habt, mit den richtigen Skills, und zu den Skills kommen wir auch noch, wenn ihr die richtigen Skills drauf habt, dann wollt ihr eventuell diese Waffe kopieren, um diese Skills später von der Waffe zu nehmen und auf eure Waffe draufzupacken. Um eure Werte zu verdoppeln. Die Skill-Werte auf der Waffe. Es ist jetzt total kompliziert, aber ich habe ja gesagt, die Skills sind Personen. Und diesen Personen, oder diesen Monstern und Dämonen, den begegnet ihr dann in der Item World. Und wenn ihr die dann da besiegt, dann verändern die sich nochmal. Dann könnt ihr die nämlich aus der Waffe rausholen. Dann werden die subdued. Die werden dann unterjocht quasi. Und ihr könnt die aus der Waffe rausholen und könnt sie dann auf andere Waffen legen. So könnt ihr euch dann ein Schwert machen. Und jetzt ist es nämlich wichtig, es gibt einen Skill, der erhöht euren EXP-Verdienst. Also es ist ein Level-Multiplikator. Und die wollt ihr finden. Die wollt ihr subduen und die wollt ihr dann auf eine Waffe packen. Und zwar so viele wie möglich. Und dann wollt ihr in die Item World gehen, wo dieses Duplikat auftaucht, was euch dann dieselbe Waffe nochmal gibt. Ihr könnt die klauen und dann habt ihr die Waffe nochmal mit allen unterjochten Skill-Personen, Dämonen, die ihr dann wieder auf eure Ursprungswaffe setzen könnt. Dann habt ihr doppelt so viel und bekommt nun einen doppelt so hohen Level-Multiplikator, wie ihr vorher schon hattet. Und die sind essentiell wichtig, um später im Spiel einfach mit einer Attacke von Level 1 auf Level 10.000 zu kommen. Denn die Charaktere werden auch wiedergeboren. Wenn ihr einen Charakter auf Level 10.000 habt, dann lasst ihr den wiedergeboren werden auf Level 1. Der hat aber dann schon höhere Werte auf Level 1 und wird dann natürlich auf Level 10.000 wieder höhere Werte haben. Das heißt, ihr wollt immer wieder hochgrinden. Und da gehört sehr viel Arbeit dazu, dieses Grinden zu verkürzen. Also das Spiel ist wirklich nicht dazu da, dass ihr immer nur ein Level macht, ein Level macht, ein Level macht, um stumpf zu grinden, sondern um eure Multiplikatoren zu finden und freizuschalten. So, das war aber noch nicht alles, denn ab und zu, wenn ihr durch die Item World reist, tauchen plötzlich Piraten auf, die auf irgendeinem Raumschiff dahergeflogen kommen und auf diesem Level landen, auf dem ihr gerade seid. Und dann müsst ihr die besiegen und dann bekommt ihr deren Raumschiff. Das ist eine Sache, bis zum Ende des Spiels war mir das nicht bewusst, dass Piraten erscheinen können im Spiel und dass ihr deren Raumschiffe klauen könnt und dass die Raumschiffe zu eurem Inventory gehören. Das habe ich nicht gerafft und nicht gewusst. Ich habe es im Internet nachgelesen und dann dachte ich mir so, wow, das ist ein Teil des Spiels, der mir bis jetzt komplett fremd war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Piraten auftauchen und ich jetzt noch ein Raumschiff klaue in diesem Spiel. Und dann kann ich auch noch in die Items reinreisen und kann dann die Bewohner irgendwie rausholen und retten. Also das hat noch, das mit diesem Subduing und die da rausholen, das ist in späteren Teilen einfacher geworden. Aber ich glaube, in ganz alten Teilen musste man auch erstmal Reverse Pirating betreiben. Das heißt, ihr musstet mit dem geklauten Raumschiff nochmal in die Items rein, in extra Piratenbasen, also nicht durch die 100 Level durchgehen, sondern nochmal extra in Piratenbasen rein, wo ihr dann nochmal Geiseln retten könnt, und zwar so Skill-Personen. Und ich glaube, da will man dann auch nur die Statisticians, boah, wie auch immer die heißen, das sind die Level-Upgrader, die XP-Upgrader, die wollt ihr ja finden. Das heißt, ihr müsst auch oft das Spiel neu starten, da rein, weil die Level immer random sind und die Leute, die ihr findet. Und ihr wollt natürlich ganz viele davon finden und den Multiplikator hochtreiben. Und dann hatte ich halt bei Disgaea 3 irgendwann diese ganzen Multiplikatoren auf meiner Ausrüstung. Und dann gibt man einfach einem Charakter das Schwert von einer anderen Figur und dann levelt ihr den einfach hoch auf 10.000. So bekommt man alle auf 10.000, dann lässt man die wiedergeboren werden und so. Und auch die ultimativen Schwerter, die habe ich dann auch auf Level 100 gebracht und bin durch 100 Level durchgegangen. Das ist extrem viel Gegrinde und sehr umständiges Gefrickel, wie durch 100 Level durch und warten, bis man gepiratet wird. Nur um dann ein Raumschiff zu klauen, um dann zu Reverse Pirating. Und sowas wurde bei späteren Spielen rausgenommen.
weil das so umständlich ist und so schwer zu finden, dass viele das gar nicht mitbekommen. Und das finde ich schade. Also die Spiele werden leichter gemacht, bestimmte Sachen werden rausgenommen. Und das finde ich sehr schade, dass das zugänglicher gemacht wird und dadurch aber dieser Charme wegfällt. Aber ich kann verstehen, dass da Menschen keine Zeit zu haben und auch nicht lange suchen wollen, um diese Sachen zu finden. Also ich sehe das hin und das wieder und ich kann an neueren Spielen immer noch Spaß haben, auch wenn vieles leichter gemacht wurde, aber das repliziert auch nicht das, was ich beim ersten Mal erlebt habe, wo ich lese, ja, du kannst ein Raumschiff klauen. So, wie, ich kann ein Raumschiff klauen? Das ist kein Spiel, wo es um Raumschiffe geht oder sowas. Und wie, ich kann Reverse Pirating betreiben und wow, einfach krass. Also das Spiel bietet so viel abseits der Story, aber die Story alleine ist schon gut. Das war auch da so, habe ich noch gar nicht, oh, ich habe das eine Feature noch gar nicht erklärt. Oh. Man kann ein Regierungstreffen einberufen, weil es geht ja sehr viel um, ist es ja der Sohn des Overlords, so der lässt ein Regierungstreffen einberufen und da könnt ihr bestimmte Parameter und Regeln in der Welt verändern. Das Simpelste ist jetzt, ihr wollt beim nächsten Kampf vielleicht das Dreifache an EXP, ist auch wichtig zum Leveln, ne? So, dann geht ihr rein und eure Charaktere bekommen einen Mana. Dafür, dass sie kämpfen in den ganzen Leveln, bekommen sie einen Mana-Wert. Mit dem Mana-Wert könnt ihr denen neue Fähigkeiten, neue Skills geben. Ihr könnt aber auch so ein Regierungstreffen einberufen und dann habt ihr ganz viele Leute, die sollen abstimmen, ob ihr euren Wunsch gewährt bekommt oder nicht. Und ihr seht am Anfang schon, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr eine Zusage bekommt. Schon wenn ihr in der Liste das Topping aussucht, dann geht ihr da rein und dann wird halt ein Level aufgemacht und in dem Level ist man halt in so einem in so einem Büro, wo alle Leute dann im Kreis stehen und euer Charakter, den ihr ausgewählt habt, der steht dann vorne an einem Pult und der lässt jetzt abstimmen und dann seht ihr schon, welche Monster und Dämonen dagegen sein werden, welche eher dafür sind und natürlich, wie in der Regierung üblich, könnt ihr die Leute, die tendenziell dagegen sind, erstmal bestechen. Ihr geht hin, gebt denen Geld oder ihr gebt denen Gegenstände, die haben wollen und könnt gucken, ob ihr die eventuell eingefärbt bekommt, dass die eher blau werden anstatt rot, weil rot heißt, sie sind dagegen. Und dann müsst ihr gucken, dass dann mehr als die Hälfte blau sind, damit dann für euch entschieden wird. Wie im echten Leben. Ne? Ihr gebt ihm einfach Geschenke. So. Und dann könnt ihr abstimmen lassen und dann seht ihr dann, ob zugestimmt wird oder nicht. Wenn zugestimmt wird, super. Beim nächsten Level habt ihr Triple EXP, alles gut. Wenn nicht zugestimmt wird, dann habt ihr jetzt die Wahl. Entweder ihr gebt auf und das war's, oder ihr bezahlt die Leute einfach. Also ihr könnt nochmal hier Bestechungsgelder, ihr könnt einfach die Stimmen kaufen und ihr habt gewonnen. Geht. Oder mit Gewalt. Das sollten wir vielleicht einführen. Mit Gewalt. Ihr könnt natürlich gucken, welches Level die ganzen Dämonen haben, die abgestimmt haben. Und wenn ihr wisst, okay, ich bin den levelmäßig überlegen, dann töten wir die einfach. So, dann startet ein Kampf in diesem Level. Und da steht natürlich, manchmal sind zufällig auch eure Charaktere bereits in dem Raum und haben mit abgestimmt. Und dann geht aber so ein Level-Tor auf, wo ihr eure Charaktere reinholen könnt. Ist ja ein Strategiespiel. Und dann ist dann die Person auf jeden Fall mit drin, die gewählt hat, also die die Frage gestellt hat, die anderen Personen auch. Und ihr könnt dann die restlichen noch dazu rufen und könnt auch einfach alle Leute, die Nein gesagt haben, die Ja gesagt haben, die müsst ihr nicht bekämpfen. Die stehen einfach als Statisten da so rum. Die Nein gesagt haben, die verprügelt ihr einfach, wenn die alle tot sind, habt ihr gewonnen. Und im nächsten Kampf habt ihr Triple EXP. Und das ist einfach auch ein Erlebnis, diese Sachen zu machen. Und früher musste man einfach für alles. Du konntest den EXP-Wert generell erhöhen, du konntest die Monster stärker machen. Wenn du ein bisschen grinden wolltest in den Leveln, konntest du die Monster stärker machen, damit du mehr Erfahrungspunkte bekommst. Und dafür konntest du dann auch abstimmen lassen. Gibt es jetzt stärkere Monster oder nicht? Oder gibt es neue Items? Soll der Item-Shop neue Items haben? Dafür muss abgestimmt werden. Auf diese Weise macht ihr nämlich Progress. Ihr levelt eure Charaktere hoch und dann müsst ihr abstimmen lassen, ob neue Ware eingekauft wird für den Itemshop. Und dafür müsst ihr halt stark genug sein, um im Zweifelsfalle alle Neinsager zu töten, damit ihr neue Items im Shop habt, damit ihr neue Sachen kaufen könnt. So ist der Progress mit den Items. Das hat sich ein bisschen dann verselbstständigt. Man hat einfach einen Charakter stehen in seiner Hub-World, wo steht Cheats. Und dann kannst du die Cheats einfach einschalten, du kannst die Monster stärker machen. Es geht alles leichter. Du musst nicht mehr extra abstimmen lassen für jeden Dreck, so. Das hat man rausgenommen. Das nimmt ein bisschen das Feeling, ist aber doch Quality of Life. Aber das nimmt so einfach. Vielleicht versteht ihr das. Das wird ein bisschen. Die Ecken und Kanten werden aus den Spielen rausgeholt. Die sind alle ein bisschen rundgelutschter. Und das kann man mögen.
aber ich vermisse auch das, dass die Leute dasselbe Erlebnis haben können wie ich. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Die Spiele haben schon genug Sachen. Es gibt immer noch Item Worlds, inzwischen gibt es auch Character Worlds, wo man in Charaktere rein kann. Da habe ich mich noch gar nicht reingearbeitet. Es gibt einfach so viel in dem Spiel, wo ich mich noch nicht reingearbeitet habe. Sondern habe ich Hilfe gesucht zu Disgaea, weil ja Teil 5 jetzt auf meinem Pile of Shame liegt. Ich habe es ja nie beendet. Teil 1 liegt auch auf meinem Pile of Shame, nie angefangen. Und da habe ich mich im Internet ein bisschen schlau gemacht. Und da finde ich heraus, dass man sich bereits in Level 4 overpowern kann. Und ich bin in, keine Ahnung, ich bin in Kapitel 15 oder sowas. Das ist schon viel, viel weiter. Und jedes hat so 5 Level. Das heißt, in Kapitel 1, Level 4, kann man bereits overpowered sein. Habe ich nachgelesen, wie. Indem man einfach ein bestimmtes Item kauft und konsumiert. Und ganz oft. Und dieses Item kann man zweimal konsumieren. Das heißt, ihr kauft das 2000 Mal und könnt das dann 4000 Mal benutzen in einem Kampf. Und jede Benutzung gibt Erfahrungspunkte. Und nach jeder 8. Benutzung bekommt ihr ein Level ab. Jetzt bin ich aber schon so weit im Spiel, dass ich generell den EXP-Wert im Spiel hochtreiben kann durch den Cheats-Charakter, der da rumsteht. Und damit bekomme ich viel schneller ein Level ab. Dazu noch dieses Triple EXP. Ich habe gesehen, einer meiner Charaktere hat so viel Mana inzwischen, dass ich tatsächlich dieses Triple EXP-Ding machen konnte, also fordern konnte von der Regierung. Und die haben dann Nein gesagt und dann habe ich die einfach zerstört. Ich bin einfach mit meinem total overpowerten Team, was schon in Kapitel 15 ist, habe ich die einfach kaputtgeschlagen und habe das einfach durchgesetzt. Und dann habe ich mich in das nächste Level begeben, beziehungsweise in das allererste Level zurückbegeben und habe dann da einfach meinen Charakteren Items gegeben. Dieses eine Item, was sich dupliziert, bis alle wichtigen Charaktere auf Level 200 waren, damit ich jetzt mal das Ende des Spiels durchspielen kann. Weil ich habe noch nicht diese ganzen Innocence und sowas. Das habe ich alles noch gar nicht freigeschaltet, aber das dauert ja auch. Und einige Sachen bekommt man erst im Endgame freigeschaltet, wie effiziente Level Areas. Also man hat ein Level und man geht da rein. Also es sind extra fürs Aufleveln gebaute Levels, wo die Gegner auch genauso stehen, dass du mit einer Spezialattacke, die das richtige Muster hat, direkt alle Gegner auf einmal killen kannst. Es gibt Spezialattacken, die haben halt ein Muster von einem riesen Quadrat, was so 3x3 Blöcke groß ist. Und dann stehen auch Gegner so in 3x3, so in 3x3er Reihen, stehen die einfach da und warten nur darauf, dass du sie mit einem Schlag alle killst. Und dann lässt dein Charakter, der genau diese Special-Attacke hat, mit einem Schwert voller Innocence-Statisticians, die EXP-Multiplikatoren, lässt du den da hingehen und lässt den einfach mit einem Schlag alle 9 Gegner töten, die genau auf diesem Quadrat stehen. Und zack, ist der von Level 1 auf Level 10.000. So. Das ist der einzige Sinn dieser Levels. Das sind auch Levels, die ihr am Ende freigeschaltet bekommt. Und da steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Die werden richtig stark, die Gegner. Aber halt, damit du auch ganz schnell aufleveln kannst. Und du kannst deren Stärke auch noch beeinflussen im Cheat-System und kannst hochstellen, wie stark die Gegner gerade sein sollen, gegen die du kämpfst. So kannst du zum Beispiel, wenn du nicht weiterkommst, einfach in ein altes Level zurückgehen und die Stärke so ein bisschen höher stellen, dass die Gegner da wieder stärker sind. Aber es muss ein Level sein, wo die Gegner von Anfang an schon so gut stehen, dass du alle auf einmal wegsmashen kannst, dass du einfach sehr schnell leveln kannst. Das ist, so machst du erstmal leveln, bevor du ins Endgame gehst. Oder halt mit den Items vollkommen neue Sachen. Und Leute, es hat tatsächlich aber gestern auch über eine Stunde gedauert, dass ich da gestanden habe und habe denen einfach so viele Items gegeben und ich habe von den Items noch ganz viele übrig. Und irgendwann wurde ich aber auch Matsch im Kopf. Durch das ständige Gedrücke und Auswählen und Einsetzen, es ging nicht. Das ist halt so eine Sache, ihr könnt es euch natürlich nicht speichern, weil diese Triple EXP gelten nur für den einen Kampf und dann muss der eine Kampf einfach auch mal eine Stunde dauern. Und wenn ihr ausmacht, also wenn ihr rausgeht und speichert, dann muss ich jetzt erstmal so viel Mana aufbauen, weil das war echt teuer, um wieder Triple EXP freizuschalten für einen Kampf. Also das ist keine Sache, die man ständig machen kann. Aber so habe ich die alle hochgelevelt auf Level 200 und so sollte das Spiel auch weiter funktionieren. Okay. Kommen wir jetzt mal zum Story-Part. Ich habe ja von Teil 3 bereits die Story erklärt und die finde ich richtig gut. Das ist sehr nachvollziehbar. Es geht hier um Helden und um Heldenverehrung und sowas und um Rache. Und konnte ich nachvollziehen, fand ich recht gut. Die Musik ist auch übrigens heftig. Die Musik ist richtig gut. Also, immer irgendwelches schräges Gesinge im Hintergrund oder sowas, aber richtig gut. Dann kam Teil 4 und da wurde mir schon klar, dass sich diese Spiele so ein bisschen an Popkultur anlehnen. Und zwar hat man in Disgaea 4 einen Vampir und seinen Werwolf-Butler. Das ist ein bisschen Twilight.
Und es kommt auch noch später eine Frau dazu. Ja, und dann bildet sich dann eine Interessensdreiecksbeziehung. So. Das Gaia 4 fand ich so geil, weil einfach so viel Pathos drin ist und so overacted wird. Und das fängt an mit einem Vampir, der nur noch von Sardinen lebt. Er isst nur noch Fische. Und er ist nicht mehr Overlord, sondern er ist Prinny Instructor. Das heißt, er bildet diese Prinnies aus, diese kleinen Pinguine. Und sein Werwolf-Butler versucht ihm immer so Menschenblut unterzujubeln, damit er wieder zu alter Stärke kommt und wieder ein starker Overlord wird. Das will er aber gar nicht. Irgendwas ist passiert in der Vergangenheit, was ihm die Motivation genommen hat, Overlord zu sein, böse zu sein und Menschen zu erschrecken und zu töten und auszusaugen. Und der Werwolf möchte ihn so ein bisschen wieder dazu bringen, mächtig zu werden. Und das fängt damit an, dass, glaube ich, ein Prinny reinkommt und nicht Dude sagt. Und Barbara Torres, der Vampir, ist ganz erschrocken. Weil die Prinnies werden so respektlos plötzlich. Sie sagen nicht mehr Dude am Ende jedes Satzes. Prinny Rule Number One. You shall always include the word Dude in every line you say. A Prinny has to include Dude in every line he says. Und es ist so geil einfach auch synchronisiert im Englischen. Es ist so perfekt einfach. Ich finde die Stimmen so gut. Und er versucht dann herauszufinden, warum diese Respektlosigkeit in der Netherworld um sich geht und was mit der Regierung los ist, die auch Corruptment heißt, also die korrupte Regierung. Es ist normal, dass in der Hölle natürlich die Regierung korrupt ist. Und dann fängt er an, sich nach oben zu kämpfen. Und das ist natürlich im Sinne des Werwolf-Butlers, dass sein Lord sich wieder nach oben kämpft und wieder zu einem mächtigen Overlord wird. Und das hat aber auch eine vielschichtige Geschichte, wo noch viele Leute dazukommen. Die Prinnies sind übrigens Sünder. Also richtig schlimme Menschen, die schlimme Sachen in ihrem Leben gemacht haben, werden in der Netherworld als Prinnies wiedergeboren und werden da einfach gefoltert und schlecht behandelt. Das ist einfach, das haben die halt verdient. Das sind halt schlechte Menschen gewesen. So. Deswegen kann man die auch einfach mal wegwerfen. Weil wenn man einen Prinny wirft, die haben alle den Skill Bombe und die explodieren dann. Abschließend würde ich über Disgaea 4 sagen, dass es doch mein Lieblings-Disgaea ist und dass ich mich am liebsten erinnere und sobald ich einen Sequenzfetzen höre oder sehe, ich sofort wieder Bock auf das Spiel bekomme, weil die Synchronsprecher einfach einen so guten Job gemacht haben und die auch eine gute Geschichte erzählen. So richtig faszinierend. Bei Teil 5 kann ich es euch gar nicht mehr sagen. Wir sind jetzt bei Teil 5. Da würde ich jetzt aber zu den popkulturellen Referenzen kommen, die ich bestimmt schon vorhin erwähnt habe. Ich meine, das Video ist eh schon viel zu lang. Die verschiedenen Teile basieren auf Geschichten, die ihr aus der Popkultur kennt. Und zwar hatten wir in Disgaea 3 die Schule, also den Menschenjungen, der auf diese Dämonenschule kommt, die jetzt nicht Hogwarts heißt. Aber sie hätte Hogwarts heißen können, man weiß es nicht. Und in Disgaea 4 haben wir einen Vampirlord namens Velvet Horus und Fenric, den Werwolf-Butler. Und dann kommt noch eine Dame dazu, die Engelsfrau Athena. Und die haben dann eine Geschichte, eine Historie miteinander. Und da gehen dann die Meinungen und die Wege ein bisschen in verschiedene Richtungen. Was jeder möchte, was jeder für sich möchte, was jeder für den anderen möchte, ist eine spannende Geschichte. Aber ihr denkt natürlich sofort an Twilight. Wisst ihr Bescheid, ne? Werwolf und Vampire, Twilight, okay? Disgaea 5, vielleicht kommt ihr drauf, ich sag's euch. Disgaea 5 heißt Alliance of Vengeance. Alliance of Vengeance. Und es geht darum, es fängt erstmal an mit einer angeblichen Overlord-Frau, die gegen ganz viele Dämonen kämpft. Und dann kommt ein Overlord vorbei, der sein Gedächtnis verloren hat und er hilft ihr. Und dann finden sie ganz viele andere Overlords aus anderen Dimensionen. Und diese Overlords, diese Superkämpfer, die vereinen sich dann zu einer Truppe, die zusammen gegen einen bösen Overlord kämpfen, der die Dimensionen vernichtet, also das Multiversum. Ich sag's nochmal, Alliance of Vengeance. Man könnte auch sagen Avengers, wenn man es knapp haben möchte. Könnte man den Untertitel auch mit Avengers abkürzen. So, und sehr viel weiß ich von der Story leider nicht mehr. Die ist nicht mehr so gut. Und das habe ich auch in Reviews gehört, dass das gar nicht mehr so viel hat. Also nicht mehr so viel an Story bietet. Aber ich bin auch noch nicht ganz durch. Vielleicht wird das ja noch geil, vielleicht kommt da noch irgendwas am Ende. Aber ich finde diese ganzen Overlords auch nicht mehr so prickelnd. Also ich finde es interessant, wenn einer ein Overlord ist und er sich hocharbeiten muss, aber wenn jetzt wirklich jeder, wenn jetzt jeder Depp im Cast ein Overlord ist, dann ist das schon nichts Besonderes mehr. Ich meine, okay, bis jetzt war immer immer eine Person, so eine Hauptperson im Spiel, die Overlord ist. War auch vielleicht nicht unbedingt die Hauptperson. Es war einfach eine Person, die eine bestimmte Agenda hat.
Und jetzt ist jeder halt. Es ist wie Fluch der Karibik. So, am Ende ist jeder Jack Sparrow. Jeder. So, im dritten Teil ist jeder Jack Sparrow. Jeder ist dann der heimtückische Pirat auf einmal. Sind sie das alle? Das nimmt ein bisschen die Spannung raus, finde ich. So, dann gibt es Disgaea 6. Und Disgaea 6 hatte ich schon gar keinen Bock drauf. Das ist Zombies. Zombies. Ich weiß nicht. Diese Walking Deads. Ich weiß nicht, wie die einfach so in dieses Spiel gekommen sind. Dass man denkt, ich glaube, Zombies sind gerade der Bringer. Lass uns mal den Overlord oder den Sohn vom Overlord zum Zombie machen. So, mit seiner Schwester, die auch Zombie ist. Das hat mich jetzt nicht gepackt und die sahen nicht so cool aus. Vom Design fand ich die nicht so cool. Also, ich fand, die anderen Overlords sahen vom Design aus ein bisschen cooler aus. So. Das spielt für mich schon eine große Rolle, ob die einfach cool aussehen, wenn ich einen Trailer sehe. Ich habe mir aber jetzt Disgaea 6 für die PS5 gebraucht bestellt. Ist unterwegs. Jetzt in dem Moment ist das bereits unterwegs. Also warum nicht? Und es wurde ganz neu, deswegen auch ist es zeitaktuell, gerade brandaktuell, dieses Video von Gonzo hier. Denn es wurde angekündigt, dass Disgaea 7 auch in den Westen kommt. Ich habe noch keine Ahnung, worauf das beruht, woran das sich anlehnt und was wir erleben werden. Hoffentlich ist es wieder ein bisschen spannender. Ich habe jetzt gehört, bei Disgaea 6 war das schon so, dass sie die Charaktermodelle nicht mehr 2D-Bildchen nehmen, sondern 3D-Figuren. Und die sehen ein bisschen seltsam aus. Weil jetzt sehen nämlich 3D-Figuren, Polygonfiguren aus wie die alten 2D-Figuren. Wahrscheinlich auch, damit die flüssiger sind. Wenn ihr vorher diese 2D-Sprites habt, dann braucht ihr ja für jede Animation, für jede Bewegung braucht ihr ein neues 2D-Sprite. Und die müssen nacheinander abgespielt werden, damit ihr halt eine laufende Figur habt. Auch in allen Richtungen, weil sie sich in allen Richtungen drehen. Ihr könnt ja auch die Kamera jederzeit drehen. Jetzt nicht fließend, sondern immer so schwunghaft von Ecke zu Ecke, so dass es halt von jedem Charakter 4 Blickrichtungen geben muss, mindestens, wenn ihr aus 4 Richtungen der Kamera immer hin und her schaltet. Aber mit 3D-Modellen ist natürlich was ganz anderes. Endlich mal haben sie 3D-Modelle genommen. Aber die sollen nicht so gut aussehen, ich weiß es noch nicht. Ich werde euch berichten, wenn ich es selber gesehen und gespielt habe. Aber ich werde vorher noch Teil 1 mal anspielen. Worauf ich schon Bock habe. So, es hat ein paar lange Ladezeiten auf der Switch, das wundert mich. Ist ja ein Strategiespiel, das muss nicht viel geladen werden, aber wenn man es einmal startet am Anfang, dauert das richtig lange, bis es läuft. Also das Starten des Spiels dauert einfach unglaublich lange. So, ich habe mir jetzt auch Disgaea 4 nochmal für die PS4 runtergeladen, also auf die PS5, die PS4-Version, jetzt nochmal runtergeladen, um das vielleicht nochmal zu spielen auf der PS4, weil ich dafür jetzt nicht immer die PS3 anschließen will. Mal sehen, ob ich euch jetzt aber Videomaterial von meinem PS3-Spielstand genommen habe, was dann jetzt nicht ganz so HD-mäßig aussieht, aber nur um euch zu zeigen, wie man dann die ganzen großen Gegner platt macht. Die ganzen Endgame-Postgame-Level macht zum Aufleveln. Oder vielleicht auch Disgaea D2. Wenn ihr Edna seht mit ihrem Speer, dann habe ich von Disgaea D2 was genommen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel vergessen. Disgaea ist eine wunderbare Spielreihe. Mit Humor und mit Drama und ich werde jetzt noch Disgaea 3 spoilern, weil keiner von euch wird die PS3-Version spielen. Ich habe gesehen, die Spiele heißen Absence of Detention und Absence of Justice, je nachdem, ob es die PSP oder PS Vita-Version oder PS3-Version ist. Ich werde die jetzt mal spoilern. Und zwar ist ja Mao, der glaube ich auch die Harry Potter-Brille hat, der hat so eine Brille auf, der ist ja sauer auf seinen Vater, weil er auf seine Spielkonsole getreten ist. Und deswegen will er der größte, stärkste Overlord werden, um seinen Vater zu töten. Aber eigentlich, nach der Sache mit der Konsole, ist der große Held, den Almas so verehrt, der ist in die Netherworld gekommen, um den Overlord zu besiegen. Und Mao war so ein bisschen pissig auf seinen Vater und hat tatsächlich dem Helden geholfen, seinen Vater zu finden. Und er ist nicht davon ausgegangen, dass der Held eine Chance gegen seinen Vater hat. Er wollte einfach nur rebellieren und wollte seinen Vater damit ärgern. Er wollte einfach nur dem Vater dafür einen zurückgeben, dass er ihm die Konsole kaputt gemacht hat, auch wenn das gar nicht extra war. Das war nicht wirklich böse gemeint. Und der Held kämpft halt gegen den Vater und der Vater wird dabei tatsächlich getötet. Der Vater von Mao ist die ganze Zeit bereits tot. Das Problem ist aber, dass seine Leiche immer noch lebt. Also der tote Körper ist immer noch im Regierungssitz und ist riesengroß und er will seinem Vater die Ehre erweisen und diesen toten, lebenden Leichnam, der, keine Ahnung, die Regierung im Griff hält oder sowas, will er selber zerstören. Er will die Überreste seines Vaters beseitigen, die der Netherworld schaden.
weil er dafür verantwortlich ist, dass sein Vater getötet wurde und das tut ihm unglaublich leid. Und er trägt diese Schuld die ganze Zeit mit sich und macht die ganze Zeit auf so ich will der Größte werden, um meinen Vater umzubringen, weil das ist voll das Arschloch und so. Und in Wirklichkeit ist er in tiefer Trauer und in Selbstmitleid und gibt sich selbst die Schuld daran, dass sein Vater gestorben ist, der das gar nicht so gemeint hat mit der Konsole. Und das ist voll traurig eigentlich. Am Ende ist es einfach wahnsinnig traurig, dass er dann die Überreste seines Vaters bekämpfen muss. Das macht man natürlich am Ende mit ihm, um ihm zu helfen. Und das ist das Kaliber von Disgaea-Spielen. So. Was ihr am Anfang seht, ist nicht unbedingt das, was ihr am Ende bekommt. Und deswegen meine ich Disgaea 5. Ich weiß noch nicht, ob da noch was kommt. Aber es ist Alliance of Vengeance. Es kommen einfach ganz viele Overlords zusammen und kämpfen gegen das Böse. Das, ja, ja. Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Jetzt mache ich mich ran, schönes Material zusammenzuschneiden, ein bisschen verschiedene Disgaea-Spiele anzufangen, um euch was dazu zu zeigen. Ich bedanke mich fürs Reinhören und Wiederschauen, reingehauen. Danke, Leute. Mach's gut, ciao, bye bye, bis dann. Euer Gonzo.